Also es gibt heute viele Begriffe, die kursieren. Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality. Wir sprechen eigentlich immer mehr von dem Oberbegriff der immersiven Medien oder immersiven Technologien, die das so ein bisschen klammern. Virtual Reality ist wirklich eine allumfassende Digitalerfahrung. Das heißt, anders als bei Augmented Reality, wo man eben noch die reale Welt sieht, aber digitale Elemente eingeblendet werden, hat man bei Virtual Reality wirklich nur die virtuelle Welt und ist komplett immersed, wie wir das bezeichnen. Man kann Produkte, Marken, aber eben halt auch ganz normale Alltagssituationen komplett anders empfinden und wahrnehmen. Ja, wir haben immer mehr das Gefühl, das, was da passiert, ist real. Es fühlt sich auch noch real an. Dann kriegen wir noch irgendwelche Bodysuits, wo wir das dann auch noch spüren. Das macht es total spannend und das ist natürlich auch die Herausforderung, zu schauen, was können wir so mit diesen Möglichkeiten heute alles so machen. Nun stellen wir uns vor, dass wir zum Beispiel einen Kunden aus dem Reisebereich haben, hier zu überlegen, einen 360-Grad-Film zu drehen, was heute kostentechnisch relativ überschaubar ist. Und das Ganze zu kombinieren mit einer VR-Brille ist natürlich etwas, was sehr effizient ist, das dann dem Influencer, dem Journalisten zu schicken und ihm quasi einen virtuellen Rundgang durch die neue Hotelanlage am Strand entlang zu ermöglichen. Die Möglichkeit, die Digitalisierung dort zu nutzen in Form von immersiven Technologien, schafft natürlich gerade so im Bereich der Vision tolle neue Möglichkeiten, weil Unternehmen oft eben über die Zukunft erzählen wollen, sie wollen ihre Vision rüberkriegen, also etwas, das es noch nicht gibt, und entdecken dabei, dass sich das ganz gut über sozusagen Virtual Reality oder immersive Technologien und Medien nutzen lässt. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr für die Formula E, für Audi, haben wir einen Case gemacht. Sie hatten ein Thema E-Mobilität. Ist ein großes Thema, alle wollen jetzt dorthin, aber es gibt halt noch nicht das Auto dafür, was man vorzeigen kann. Also mussten wir irgendwie dieses Auto erlebbar machen, obwohl es noch gar nicht da ist. Und dafür haben wir eben halt ein VR-Erlebnis gemacht, ein multisensorisches VR-Erlebnis. Also man hat wirklich Wind, der einen entgegenbläst und der das Erlebnis intensiviert. Und das war auf jeden Fall eine wirklich einmalige Erfahrung, es zu entwickeln, aber auch eben das für die Kunden, das so wirklich zu erleben. Wir haben für die Deutsche Bank eine Kundenaktion gemacht, wo wir ein Virtual Reality Erlebnis in die Filialen geschickt haben. Wir haben sie auf eine Erlebnisreise geschickt, mal richtig einzutauchen in das, was Noise Banking bedeuten wird. Und dann, wenn man die Brille absetzt, sozusagen ins Gespräch darüber zu kommen. Also das heißt, wir haben dieses immersive Erlebnis auch ganz stark gebunden mit einem sehr persönlichen, mit einem Beratungsgespräch. Also wir haben festgestellt, dass sich solche Technologien hervorragend eignen, um Dinge miteinander zu verbinden. Neudeutsch Mixed Reality. Ja, also im Grunde ein Mix aus 360-Grad-Film, Animation, sogenanntes getriggertes Erlebnis. Das heißt, Dinge, die im Raum sind, die sozusagen dann etwas auslösen, um genau das zu erreichen. Also zum einen eintauchen, emotional eintauchen, zum anderen aber auch eben abstrahieren und das sozusagen drumherum nicht total vergessen. Ich denke, Augmented Reality hat den Vorteil, dass es oftmals über das Phone möglich ist heutzutage schon und auch später über die Brillen noch einfacher darstellbar sein wird. Das wird auf jeden Fall ein lang anhaltender Trend sein. VR ist eher für stationäre Kampagnen sehr interessant, weil man hat halt noch ein ganz anderes Level an Interaktionsmöglichkeiten. Wie kriegen wir praktisch diese sehr künstliche und sehr artifizielle Welt jetzt in das reale Unternehmen übersetzt? Und an dem Punkt haben wir beispielsweise Augmented Reality nutzen können, um zu sagen, wir machen einfach Folgendes, wir mischen das einfach wirklich pur. Also wir zeigen eine digitale Comicwelt und setzen sozusagen die Manager in diese Welt hinein und vermischen das ganz bewusst, um einfach diese Analogien eins zu eins darzustellen und zu schauen, was das mit den Menschen macht. Und das hat super funktioniert. Ich persönlich denke, dass die Zukunft eher im Augmented Reality Bereich liegt, weil wir vom Event oder von der Markeninszenierung bzw. Live-Kommunikation, wir glauben natürlich an das Gemeinschaftserlebnis. Sowohl die Wahrnehmung der Gemeinschaft um mich herum oder der Situation, als auch sozusagen ein Add-on. Das ist ja unser Ziel. Wir wollen Wirkung und Kommunikation schaffen. Und dann natürlich auch der ganze Filmsektor. Also ich meine, das bewegt uns auch gerade. Ja. Werden wir in absehbarer Zeit noch in einem Kinosaal sitzen oder haben wir eine Brille zu Hause auf und schauen uns sozusagen im Film in alle Richtungen um? Papier wird weniger werden, denke ich. Wir gehen alle weg von den klassischen Printkampagnen. Wir werden viel mehr in Echtzeitgrafiken gehen, viel mehr personalisiert. Das heißt, wir werden viel mehr Daten haben über die Kunden. Und wir werden auch viel mehr die Leute eben direkt ansprechen, sei es über Chatbots oder eben in VR den Leuten eine auf sie zugeschnittene virtuelle Umgebung zu bieten, in der sie eben diese Produkte oder eben halt auch allgemeine Erlebnisse
bekommen. Ich glaube, dass es irgendwo auch wieder, wie bei jeder Bewegung, eine Gegenbewegung geben wird, wo man sich darauf besinnen wird, auch wieder ein bisschen mehr analog werden zu wollen. Bei all der Digitalisierung, die uns umgibt, ist natürlich immer dieser Faktor Mensch und die Frage, wo bleibt der Mensch in solchen Prozessen, auch eine ganz entscheidende. Weil am Ende des Tages wollen wir oder glauben wir daran, dass das Miteinander der Menschen, dass die Emotionalität über diesen Human Factor natürlich viel stärker ist als alles andere.